Hi liebe Zuschauer, ihr seid bei Wilhelmshaven Vlogs. Heute mache ich einen zweiten Teil des Experiments. Wie viele Pfandflaschen finde ich in Wilhelmshaven? Viel Spaß! Zuerst mal ins Inselviertel fahren. Borkumstraße. Mittlerweile bin ich im Inselviertel angekommen. Ich finde das ja eins der schönsten Wohnviertel im Wilhelmshavener Stadtteil Heppens. Da hinten soll angeblich so eine Freizeit-Tennisanlage sein. Hin und her. Da bin ich mal gespannt, ob ich da Pfandflaschen finde. Eigentlich wollte ich direkt zum Tennisplatz. Jetzt habe ich hier auf der rechten Seite noch eine verlassen wirkende Sandfußballanlage entdeckt. Da ist auch Mülleimer und da gucken wir mal ob ich da hier einen Jackpot oder eine Enttäuschung erwarte. Alter, hier sind nur Fluppen drin und sonst nichts, ne? Da hinten im Gebüsch, da liegt auch noch eine Flasche, aber da ist halt leider kein Pfand drauf. Jetzt bin ich an diesem Tennisplatz angekommen. Hier sind gleich drei Mülleimer. Einmal hier, einmal halt da hinten und ja, einmal halt noch da vorne. Und die suchen wir jetzt erstmal. Also ja, schauen natürlich erstmal, was hier so zu finden ist. Aber hier auch nichts außer Fluppen leider. Aber ja. Oh, Mann. Manchmal ist halt, kann das echt eine Enttäuschung sein. Und vor allem dieser Platz, der ist auch richtig rutschig. Da muss man dann noch recht aufpassen jetzt. Ein Tennisnetz fehlt auch, ja. Oh. Ja gut, vielleicht findet man hier auch im Sommer mehr, weil hier dann wahrscheinlich auch mehr los ist. Ja. Ich weiß es halt nicht. Nö, nur so Hundekottüten. In diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns gleich hier an der Helgolandstraße. Und dann habe ich unter dieser Bank im Gebüsch versteckt noch eine hier Bierflasche, die 8 Cent wert ist, gefunden. Hätte ich nicht gedacht, dass das mal passiert, aber ja. Zufälle passieren halt. Ist ja auch mal schön, wenn man sowas findet. Auch wenn es ziemlich schwer war, da ranzukommen. Aber ja, ich habe es dann mit ein wenig Krabbeln und mich ganz klein machen doch auch geschafft, diese Flasche irgendwie zu kriegen. Die Leute, die Flasche dahin geworfen haben, wollten wohl nicht, dass hier Pfandflaschensammler die so einfach finden. Ich bin jetzt an der Helgolandstraße, Ecke Bismarckstraße angekommen und da vorne mündet die Jachmannstraße alias Friesendamm, alias Osttangente, wie auch immer ihr die nennen wollt, ein. Ich habe auch da vorne in dem Wald gerade eben hier noch eine Pfandflasche gesucht, aber da habe ich nur so riesige Wodkaflaschen gefunden, auf die gar kein Pfand war. Dementsprechend gehe ich hier geradeaus jetzt noch ein Stückchen auf der Seite weiter, bis dann der Gehweg endet und ja, ich dann rüber muss. Da ist ja heute Christophers Gebäudereinigung, seht ihr, ne? Da war früher mal eine Kirche. Die St. Petruskirche war eine Garnisonpfarrkirche, wurde im Jahr 1903 im neugotischen Baustil gebaut. Und ja, hier nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg leider weggesprengt. Schade eigentlich, dass so viele Bauten in Wilhelmshaven im Zweiten Weltkrieg zum Opfer gefallen sind damals. Ja. Ist dann halt so, da kann man nichts machen. Ja, warte mal. Hä, das ist jetzt ein bisschen irreführend mit der Umleitung. Gut, das gilt wahrscheinlich nur für die Leute, die da in den Marinas nahe stationiert sind. Oder wie auch immer man das sagt.
Da drüben, wo heute der Wald ist, war übrigens früher mal das Polizeibad. Das wurde während der 1980er aus finanziellen Gründen geschlossen. Also eigentlich müsste, ja, eigentlich könnte ich jetzt auch rechts rumgehen, was ein sehr, ja, hier großer Umweg wäre. Denn ja, ich kann jetzt auch geradeaus gehen über die wunderschöne Jachmannbrücke. Und hier ist auch Mülleimer, hier können wir auch mal nachsehen. Sieht jetzt nicht so raus, als wäre hier was drin, aber ja. Ah, ich guck mal. Auch wieder nur diese Hundekacker-Dinger, Alter. Ja. Ich bin mal gespannt, wie viel ich gleich am Strand finde, oder? Ist da drüben noch was? Ist da noch was? War das? Ja, das sieht so aus, als ob da in dem Wald noch was wäre. Nee, das hat nur so ausgesehen. Ich gehe jetzt hier gerade einen Berg hoch zur Jachmannbrücke. Die Brücke wurde 1977 gebaut und 1978 für den Autoverkehr freigegeben. Bevor diese Brücke gebaut wurde, wurde 1960 oder irgendwie so um den Dreh herum da vorne eine Art künstlicher Damm aufgeschüttet, der heute gar nicht mehr existiert. Diesen konnten nur Fußgänger und Radfahrer passieren und Autofahrer mussten immer einen riesigen Umweg durch die Bismarckstraße und dann durch die Gülkerstraße zum Südstrand fahren. Und so war die Brücke, als sie noch 1978 für den Verkehr eingeweiht wurde, auch eine Art hier Entlastung für den Stadtverkehr. Und wenn man hier oben angekommen ist, dann wird man von dieser hervorragenden Aussicht auf den Marinearsenalhafen belohnt. Die Doppelklappbrücke wurde von 2019 bis Ende September 2022 aufwendig saniert. Eine Doppelklappbrücke, das ist eine Brücke, bei der beide Flügel, die sich hier in dem Bereich zwischen dem Operatorhäuschen und der zweiten Schrankenanlage befinden, hier hochgeklappt werden können, wenn Schiffe durch wollen. Da das aber eher selten der Fall ist, konnte ich euch das noch nie zeigen und ich habe auch hier keinen Plan, wann das nächste Mal hier ein Schiff ausfährt und ich euch das zeigen könnte. Aber das Operatorhäuschen, das sieht ja schon mal interessant aus. Inzwischen habe ich die Jachmannbrücke quasi verlassen und hier in der Südstadt an der Manteuffelstraße einen Spielplatz entdeckt. Hier habe ich mich zumindest die letzten Male, wo ich hier war, immer was gefunden. Mal gucken, wie das heute ist. Aber ja, sieht jetzt eher noch nicht danach aus. Oder? Könnte das gut aussehen? Nö. Da vielleicht? Nee. Also wenn in dem Bereich mal da vorne bei der Bank jetzt nichts ist, dann ist da vorne auch noch was und dann ist da noch so ein riesiger Platz, wo auch so was steht. Da kann ich ja dann auch mal gucken. Man sollte ja schon ausgiebig gucken, aber nee, da ist nichts. Hier habe ich übrigens früher ganz gerne mal Fußball gespielt, wenn ich vom Strand mit meinen Eltern noch gekommen bin. Haben wir hier noch ein bisschen rumgekickt. Das hat echt Spaß gemacht früher. Ja, heute spielen die Kids ja leider nicht mehr draußen. Ja, was heißt nicht mehr? Ja, aber es ist relativ selten, dass man noch welche draußen sieht. Oh ne, hier sind auch nur irgendwelche Scheißdinger drin, ne? Ja. Wie gesagt, Leute, nicht aufgeben, immer weiter gucken. Da hast du immer meine Devise. Hier habe ich jetzt auch sowas gefunden, da gucken wir jetzt mal. Ach, habe was gefühlt, aber mache ich jetzt keinen Pfand drauf, schade. Nur so ein komisches Y-Food-Dings da. Jetzt, wo ich schon Y-Food-Dings gesagt habe, ne? Ich habe mal Y-Food gegessen, aber also getrunken.
getrunken. Ja, weil essen tut man das ja nicht, aber schmeckt echt nicht so gut. Das hier war übrigens früher mal ein Brunnen gewesen. Keine Ahnung, warum man den als solchen stillgelegt hat. Da liegt eine Tüte, ja, da können wir ja mal gucken. Aber ne, sieht eher nicht danach aus, als wird da was drin sein. Ah, ne, Alter. Hier hat sich offenbar ein Obdachloser breit gemacht, ne? Also mir tun obdachlose Menschen immer wirklich leid, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Ich meine, keiner hat es verdient, obdachlos zu sein. Allen Menschen kann geholfen werden in Deutschland. Ja. Aber wir gucken jetzt erstmal hier weiter, bei diesem wunderschönen Scooter hier, ne? Ne, das ist so eine Alkoholpulle da drin, oder? Hast du mal Hand drauf? Ne, das ist nicht mal so eine Wodka-Pulle, das ist bloß so ein Glas. Oben an der Kaiser-Wilhelm-Brücke findet man noch einen weiteren Mülleimer, wo ich gleich mal rein. Also Pfandflaschen zu sammeln gestaltet sich echt schwieriger als gedacht. Ja, na gut, man muss halt Glück haben und darf nur nicht aufgeben. Da eben bei der Suche, das ist die Sache. Ja, hier gucken wir jetzt mal, haben wir mich hier so erwartet. Ne? Ja, erstmal mal die Tüte hier abstellen, ist ja auch richtig so. Aber hier, ich denke, hier sieht es auch eher nicht danach aus. Ne? Ein Kaffeebecher. Und ach, ne? Ihr versteht mich überhaupt, weil der Wind, der pfeift einem hier so krank um die Ohren. Aber ich bin jetzt hier auf der anderen Seite von der Kaiser-Wilhelm-Brücke und hier ist auch noch Mülleimer und hier gucken wir jetzt auch mal. Vielleicht haben wir hier Glück im Gegensatz zu da vorne. Und tada! Wir haben tatsächlich Glück und ja, ich würde sagen jetzt, ja, genau, rein da. Und jetzt würde ich sagen, gehe ich da lang, da lassen wir auch ein paar Mülleimer, da gucken wir mal und dann gucken wir noch die ganze Promenade danach ab. Ich bin jetzt gerade hier an der Fahrradstation gegenüber vom Südstrand, da ist ein Mülleimer, da ist aber nichts drin, das habe ich nicht vorhin schon gefühlt, als ich da einmal reingegriffen habe und schaute ich mir jetzt schon da aus, sich auf die Stadt an. Und es geht direkt weiter hier auf der Strandpromenade, obwohl es heute arschkalt ist, ist hier trotzdem viel los, ja, und dementsprechend hoffe ich auch, dass man hier viel Pfand erbeuten kann. Das sind alles nur Becher hier, ne? Glaube ich. Ach, ne. Mülleimer Nummer 2 im Wind auf der Strandpromenade. Und als Hoffnung, dass mein Tüte hier gleich nicht wegfliegt, deswegen ja, stelle ich mal da so in den Wind rein. Ne? Lass es wenigstens eine Glasflasche sein hier. Das kann doch nicht angehen. Leute, es kann nicht angehen. Es kann nicht angehen hier, Alter. Sucht man einmal Pfand und schon findet man gefühlt nichts. Ne? Also wenn hier in zwei Mülleimer nichts drin ist, dann weiß ich ja auch nicht. Aber wollen wir uns mal nicht aufregen, sondern... Ui. Jawohl! Ich habe da noch was anderes drin gefühlt. Also da müsste... Da ist noch eine drin. Komm. Boah. Alter, habe ich ein Glück. Gerade eben habe ich mich aufgeregt und jetzt ist es noch mal vom Sport, als hätten es gehört. Hier ist leider nicht so viel drin, aber Leute, ihr merkt schon, es geht positiv weiter.
Entschuldigung, darf ich da bitte mal hin? Boah, shit. Hey Leute. Irgendwas hört sich doch. Irgendwas hat gerade geklappert. Hat eine Dose. Nix Pfand, Alter. Ja, gerade eben habe ich eine Dose gefunden, wo gar kein Pfand drauf ist. Aber hier scheint jetzt nichts großartig drin zu sein. Eigentlich müsste man mal gucken, wie das immer. Aber wühlen, weil man kann halt nicht alles sehen. Es geht halt irgendwas, also das fühlt sich dann an. Aber. Wow. Paderborner Pilsner ist da drin. Voll geil. Das ist mein Zwischenstand, Leute. Wenn ich das schon wieder sehe, dann will ich mir gar nicht ausmalen, wie viele Flaschen ich am Morgen wegbringen muss, zusammen mit meinem privaten Pfand. Und wenn ich mich jetzt zum Hafen rüber beamen soll, Leute, lasst jetzt gerne ein Like da in 3, 2, 1, let's go! Jetzt bin ich am Hafen angekommen und würde sagen, nicht lang schnacken, weitersuchen. Übrigens, mein Ziel in diesem Video ist es, den Pfandbetrag vom letzten Mal, der 10,57 Euro war, nochmal zu übertrumpfen. Vielleicht schaffe ich das ja heute. Mann, hier ist leider kein Pfand drauf. Mann, es geht ja gar nicht. Mittlerweile bin ich ein paar Meter weiter beim nächsten Mülleimer. Und ja, sieht so aus, wenn ich hier, also ich sehe da zumindest eine Flasche, aber nein, da ist leider kein Pfand drauf. Diesen Mülleimer hier durchwühle ich lieber nicht, weil da eine hier Müllpresse drin ist, die da auch ganz gerne mal die Hand abpresst. So, auf geht's, letzter Mülleimer, den ich hier am Bontekai durchsuche, bevor ich dann da hinten zum Spielplatz und ja zum Walui-Platz gehe. Da ist viel drin, da könnte was drin sein. Und ja, vielleicht ist da noch was drin. Ne? Immer mal zweimal gucken, bevor man was übersieht. Nö. Ja, gut. Bis gleich. Ich wusste gar nicht, dass Baustellenzäune jetzt auch Zäune sind, wo man Pfandflaschen abstellen kann. Moin, darf ich mal ganz kurz was fragen? Ja. Die erste Frage ist, möchten Sie auf meinem Video zu sehen sein? Ja, alles gut. Also Sie müssen mich jetzt nicht extra filmen. Also ja, also die zweite Frage, die ich habe, ich mache ja gerade für meinen YouTube-Kanal halt ein Pfandflaschensammel-Experiment. Was halten Sie davon? Das ist eine gute Sache. Ja. Gut. Okay, schönes Wochenende. Ja. Ich bin jetzt hier auf dem Walui-Platz angekommen und ja, hier scheint nichts drin zu sein. Aber ja, ist jetzt auch egal. So viel ist hier auch nicht los. Aber man kann ja trotzdem mal gucken. Oh, Mann, das ist doch. Ach, Alter, das ist doch echt cool. Gerade eben auf dem Spielplatz habe ich nichts gefunden. Nur in dem Mülleimer an der Bushaltestelle davor. So war so eine 8 Cent Bierflasche. Und ja, ansonsten. Nee. Hier ist jetzt auch nichts irgendwie drin. Aber. Ne? Ja. Möchten Sie laufen? Moin, ich habe mal eine ganz kurze Frage. Ja? Möchten Sie auf meinem Video zu sehen sein? Also, ja, dann habe ich noch eine zweite Frage. Und zwar, ich mache ja gerade für meinen YouTube-Kanal ein Pfandflaschensammel-Experiment in Wilhelmshaven. Ja. Was halten Sie davon? Ja, das ist gut. Ja, ja. Okay, alles klar, schönes Wochenende. Ja. Nachdem ich den Walui-Platz jetzt verlassen habe, wo ich leider nichts mehr gefunden habe, gehe ich jetzt noch hier ein Stück geradeaus bis zum Bahnübergang Mitscherlichstraße, dann rechts über den Bahnübergang und da ist noch ein Spielplatz. Und ja, vielleicht findet man da auch noch viel. Wer weiß. Ich bin jetzt am Bahnübergang Mitscherlichstraße angekommen und ja, ich hasse es, wenn ich am Bahnübergang ankomme und die Schranken unten sind. Naja, hoffen wir, dass es jetzt nicht allzu lange dauert. Dieser Bahnübergang hier wurde auch erst vor kurzem erneuert. Da war noch ein Stellwerk, das wurde ja leider entfernt und ja, hier generell wurde hier alles mal erneuert.
da, was ist das da eigentlich? Was ist dieses weiße Ei da? Das weiß ich überhaupt nicht. Ist da irgendwie so ein Radarscanner drin, der ja hier ist überwacht, macht, ob hier der Raum zwischen den Schranken frei ist? Ich weiß ja nicht, schreibt es mal unbedingt in die Kommentare, wenn nicht. Ja, da kommt der ja. Das ist übrigens ein Lind 2000 von der Nordwestbahn. Also ich glaube, die Baureihe heißt irgendwie Lind 2000. Klärt mich da mal auf, wenn ihr genaueres wisst in den Kommentaren. Mittlerweile bin ich bei dem Spielplatz am Metzer Weg oder ja, wie die Straße hier heißt, angekommen. Und da dann, ja, dementsprechend kann ich hier noch mal ganz kurz rüber gucken. Aber ich denke mal nicht, dass hier so viel sein wird. Nö, hier ist nichts drin. Oh, also, oh ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe jetzt meinen privaten Pfand noch geholt und ja, das ist auch extrem viel. Und deswegen würde ich sagen, jetzt ab zu Edeka. Ich habe hier diesen Edeka Janssen gefunden. Hey, das ist crazy. Zwar nur 1 Euro mehr als letztes Mal, aber besser als nix. Ich habe jetzt gerade den Edeka verlassen, Leute. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich den Rekord noch toppen kann. Ich hatte auch schon die Befürchtung, wegen meiner Menge an Pfandflaschen da Anschiss zu kriegen. Aber nein, das haben die einfach so durchgehen gelassen. Ach, unsere Heppenser Sturmflutkirche. Sie ist sehr schön. Gleich ist übrigens 18 Uhr und dann wird hier der Sonntag eingeläutet. Ja, und dementsprechend möchte ich jetzt noch ein bisschen mit euch zusammen den Glocken lauschen. Das war's vom Video, Leute. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Benachrichtigung über ein neu online gegangenes Video. Wozu bekommen ist ganz leicht. Ein Abo reicht. Tschüss!